Natascha Kampusch. Zu diesem Namen hat wohl jeder eine Geschichte im Kopf, und zwar jene des Mädchens, das entführt wurde und das sich dann selbst befreit hat. Und genau diese junge Frau hat nun ein Buch geschrieben. Es ist nicht der erste, aber es ist das erste zum Thema Cyberkriminalität. Denn sie wurde oft angefeindet auf offener Straße, aber auch im Internet, denn sie entspricht nicht dem Klischee des Opfers, das sich zurücknimmt und leidet, denn Natascha Kampusch hat den Mut und geht auf die Straße, stellt sich den Medien und ist sehr präsent. Sie spricht in dem Buch ganz offen über das Thema Frauen, denn oft sind Frauen ja das Opfer von Gewalt, auch im Internet. Und sie vergleicht interessanterweise das Thema Rassismus mit dem Thema Sexismus. Und auch hier spricht sie ganz offen über ihr Schicksal. Sie nennt Wolfgang Priklopil ihren Peiniger, ihren Entführer, und sagt, sie hat ihn als Rassisten kennengelernt. Er hatte das Buch Mein Kampf zu Hause, diese ideologische Programmschrift von Hitler. Und er hat sie gelesen und hat das ganz offen zelebriert. Natascha Kampusch hat in ihrem Buch zum Abschluss 10 Regeln verfasst. Sie nennt es Internetgebote, und der Appell und das Wichtigste in ihrem Buch oder auch die Botschaft ist, über Cyberkriminalität muss ganz offen und laut gesprochen werden. Sie sind mit ihrem Schicksal ja sehr öffentlich umgegangen, fast jeder Mensch kennt sie. Wie reagieren Sie im echten Leben, also außerhalb vom Internet, auf diese Anfeindungen, die Ihnen ja passieren? Ja, im echten Leben versuche ich meistens, den Ort des Geschehens zu verlassen. Meistens werde ich ja auch in einer U-Bahn-Passage angesprochen. Da will man ja sowieso nicht länger verweilen. Und sollte es in einem Lokal sein, versuche ich immer, das Personal zu bitten, mir so ein Separé zur Verfügung zu stellen, wo ich für mich sein kann, oder setze mich von vornherein dann ein wenig weg von den Leuten. Aber oft sind die Menschen auch so ein bisschen beschämt und gehen eh. Wie oft passiert das und was kommt da? Ja, also es kommt drauf an. Es gibt natürlich, ich will es auch nicht verbergen, es gibt auch sehr viele Leute, die mich positiv ansprechen, die einfach Mitgefühl haben, die liebe Menschen sind. Ja. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die so richtig in Rage geraten, wo dann Begleitpersonen von diesen Menschen schon sagen, du nimm dich zusammen, wir sind hier im Baumarkt, wir sind hier in einem Lokal, hör auf damit, komm, lass uns doch gehen. Und ich bin diesen Leuten dann oft sehr dankbar. Sie sind aber auch eine öffentliche Person, Sie haben Social Media, Sie haben all diese Kanäle, Sie bedienen sie, die natürlich hat das seine Berechtigung, darauf zielt die Frage nicht ab, aber Sie exponieren sich sehr, und wieso machen Sie das, wieso nehmen Sie sich nicht ganz klassisch zurück? Ja, das wäre ja eben die klassische Frauenrolle, aber der will ich natürlich nicht entsprechen und sollte auch niemand entsprechen wollen. Ich mache es, weil ich es kann und weil ich es für notwendig halte, dass sich da was in der Gesellschaft tut. Und dazu stehe ich auch. Und wer, wenn nicht ich? Ich bin ja sowieso schon von Anfang an in der Öffentlichkeit. Würden Sie das ändern, wenn Sie es könnten? Würden Sie dieses allererste Interview noch einmal genauso geben? Ja, also ich stehe dazu. Es war damals notwendig. Ich hatte auch keine Wahl, weil ja die Journalisten schon auflauerten. Und es wurden ja Millionen fürs erste Foto geboten und so. Also nicht mir, sondern halt anderen Leuten, den Fotografen, den Paparazzi. Und das wollte ich verhindern. Ein Kapitel im Buch heißt, dein Verhalten kann anderen ein Vorbild sein. Wollen Sie ein Vorbild sein? Auf jeden Fall. Also jeder sollte versuchen, ein Vorbild zu sein. Also niemals bei Rot über die Straße gehen, wenn Kinder in der Nähe sind.